Schau, lauf doch weiter. Oh mein Gott. Tja, guck mal, ich führe 4-0. Ach, Tai, du weißt, dass du verlierst. Ich hab schon gewonnen. Ihr wisst es bloß noch nicht. Erzählst du mehr, Fieldest? Von Straßen war nie die Rede. So, Werkstatt, da warte ich dann auf euch. Ich dachte, wir fahren dieses Rennen nur zum Spaß. Und wir haben doch Spaß. Der letzte Bestraps Autos. Da hört der Spaß auf. Wow, ich habe seit dem Benito-Job nicht mehr so begeistert erlebt. Oder? Über den größten Job aller Zeiten? Aber klar doch. In Führung, wenn du nicht so ein Poser wärst. Da hat sie nicht Unrecht. Mac? Du hast es vollbracht, Jess. Mac zum Schweigen gebracht. Ich schütte den Kopf vor Empörung. Guck es dir an, es kommt nicht. Denkst du immer noch, du gewinnst, Tal? Ich gewinne. Lustig. Muss man dafür nicht führen? Doch, aber erst im Ziel. Nicht schlecht, Mann. Glaubt nicht, dass das nochmal so läuft. Ich bin euch immer einen Schritt voraus. Hurensohn. Oh. Ey. Okay, Morgan. Du fährst die Beute. Und sieh zu, dass du es nicht versaust. Hab ich nicht gesagt? Lina Navarro ist der beste Fixer in Silver Rock. Yeah. Der Klang gefällt mir, Rav. Was ist denn hier los, Alter? Ist das alles dein Werk? Mit genügend Zeit und Hingabe verwandelt ein Künstler jede Schrottkarre in ein Supercar. Mhm. Okay, Leute. Ihr wisst, was jetzt kommt. Party? Trainieren, Mann. Los geht's. Unglaublich, wie dieses Ding abgeht. Das musst du im Griff haben, wenn du den Job durchziehen willst. Unsere Beute hat doppelt so viel PS. Rap hat recht. Stelle sicher, dass du für den Coup bereit bist. Dein Job war es, Tai ins Rennen zu bringen, Gewahr. Überlass den schwierigen Teil uns. Hey, Tai, was wirst du mit deinem Teil der Kohle machen? Eins nach dem anderen. Jetzt erstmal der Job. Ich reiß mir jetzt seit 3 Jahren den Arsch auf. Weißt du, was ich damit mache? Ich hole den 65er Mustang von Stance in die Stadt und restauriere ihn zum besten Driftwagen in Fortune Valley. Vielleicht ein Laden?
schön. Ich besorge mir den perfekten Wagen, tune ihn bis zum Anschlag und fahre das ultimative Rennen. Das klingt doch mal nach dem Plan. Was ist mit dir, Lina? Ich verschwinde aus diesem Drecksloch. Wo bist du hin? Nach oben. Was? Silver Rock ist doch super. Du kommst nicht aus The Barry. Tyler und ich schon. Ach komm, aus uns ist doch was geworden. Klar, vor allem aus dir. Mach schon, Tyler. Da muss mehr kommen. Entspann dich, Lina. Du weißt, ich krieg das hin. Sonst wärst du nicht mit an Bord. Du wirst ein Hypercar voller illegaler Prototypen verklauen. Also sag mir nicht, ich soll mich entspannen. Wo bist du? Auf dem Weg! Oh yeah! Nicht schlecht, Mann. Wenn du den Sprung beim Job hinkriegst, ist alles in Butter. Hoffen wir's. Unser Küken lernt fliegen. Ich bin so stolz! Paradies in der Wüste. Hier kann man alles kaufen. Sogar Glück. Die Karten und Würfel überlassen wir den Reichen. Wir, die wir im Schatten der Casinos leben, finden unser Glück bei 100 Meilen pro Stunde. Sind alle in Position? Jazz? Ich warte außerhalb der Strecke. Mac? Der Mac Attack ist einsatzbereit. Du nennst deinen Truck Mac Attack? Er nennt sich selbst so. Rev? Bring mir einfach den Wagen, dann erledige ich den Rest. Zeit, uns reich zu machen, Tyler. Ich hab das Ziel im Blick. Der Gambler ist hier. Ja, sexy. Ein perfekter Tag, um Rennen zu fahren. Die Quote für deinen Sieg ist 4-1, mein Junge, aber ich weiß, dieser Prototyp kriegt das hin, vorausgesetzt. Du kommst mit ihm klar. Seine Elektromotoren und der Twin Turbo V8 liefern dir insgesamt 1500 PS. Ja, ich weiß. Wuhu, gut gemacht. Du hast dich informiert. Hör zu, ein zweiter Platz bringt mir kein Geld. Klar? Ich hab ein gutes Gefühl. Vermassel es nicht, Hotshot. Hat er Verdacht geschöpft? Nein, hat er nicht. Wow, was für eine Leistung dieses Ding entwickelt. Revs getunter Mustang ist nichts dagegen. Tyler, du bist für mich wie ein Bruder. Aber jetzt gerade hasse ich dich. Es heißt, du wärst der beste Racer der Stadt, Morton. Wer weiß. Mach dich bereit, Kai. Du musst den Sprung unbedingt mit hohem Tempo erwischen. Wir haben nur einen Versuch. Sobald du den Sprung machst, gibt es kein Zurück mehr. Mac, ich bin fast am Treffpunkt. Ich hoffe, du bist in Position. Ja, so gut wie. So gut wie? Mac? Halt einfach drauf und gib Gas. Vertrau mir. Es ist soweit, Leute.
versaut es nicht. Mac, ich bin fast da. Abschussrampe voraus. Jungs, wir heben ab. Sprung mit einem 2-Millionen-Dollar Hypercar. Darf ich noch mal erwähnen, wie sehr ich dich hasse? Was du da fährst, ist bares Geld, Morgan. Bring den Wagen zu Raph. An alle Einheiten. Wir suchen nach einem silbernen Königs Regera. Der Wagen ist extrem wertvoll. Zentrale, verfolgen den gestohlenen Regera, Code 3. An alle Verfolgungseinheiten. Aufgrund des Wertes des Regera muss die Festnahme ohne größere Schäden erfolgen. Jess, ich hab Kopf am Hals. Fahr weiter! Was du auch vorhast, lass es sein. Du bringst den Wagen sofort zurück. Adam 1, Star 10, wie lautet Ihre aktuelle Position? In östlicher Richtung auf der Carson Street. Der A13 haben den Wagen gefunden. Er ist im Billionaire's Road. An alle Einheiten, Adam 1, Star 10 setzt die Verfolgung der Zielperson fort. Jess, wo bist du? Halt durch! Jess! Ich bin hier, Rosa. Einer ist raus. Bleibt noch ein halbes Revier. Bist du besorgt? Mit dir? Niemals. Zentrale. Ein dunkler BMW M5 rammt unsere Einheiten. Wir brauchen Verstärkung für den Regera. Okay, Adam 13, bleiben Sie am M5 dran. Ich hab Sie Die Person versucht, uns aus dem Spiel zu nehmen. Sie werden den ganzen Verstanden, an alle Einheiten. Es wurden Kollisionen mit dem Zielfahrzeug gemeldet. Zentrale, der BMW M5 hält uns aggressiv vom Regera fern. Er wurde offenbar speziell dafür modifiziert. Verstanden, Adam 13. Sie haben grünes Licht für jegliche Verfolgungstaktiken. Haben die Zielperson gerammt? Mal sehen, ob sie das auffällt. Morgan, wieso ist der Wagen noch nicht bei Raph? An mir kleben noch ein paar... Komm, ich muss so schnell wie es geht verschwinden. Ich hab eine Idee. Lila, Jess, komm zu mir. Bin unterwegs. Wir sehen uns da. Wo bist du? Ich bin schon fast da. Ich auch. Mac, hast du das im Griff? Ja, bringt euch beide hier raus. Ja, geschafft! Dann bringen wir die Schönheit mal zu Raph. Bring's zu Ende, Kumpel. Fahr schon, Tyler. Ich kümmere mich um die Kopf. Gut gefahren, Morgan. Deine Crew war die richtige Wahl. Tyler Morgan, 23 Jahre alt, Mutter Sylvia Morgan, Vater leider unbekannt, keine Geschwister, 6 Monate Jugendhaft wegen Verkehrsdelikten. Ich bin der beste Racer der Stadt in einem der schnellsten Autos der Welt. Du kriegst mich nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher, Kleiner. Was zur Hölle? Was ist los? Bin fast da. Raph. Die Street Racer sind hier. Ich habe alles gesehen. Danke, Officer. Was hast du getan? Hat Raph nicht erzählt, was der Wagen kann? Meine Käufer zahlen ein Vermögen dafür. Damit kommst du niemals durch, Navarro! Die Cops sind unterwegs. Das Haus lässt schön grüßen. Hey, was ist passiert? Navarro. Mac, kümmere dich um ihn. Ich lock die Cops weg. Aber... Los! Ty, was machst du da? Ich locke die Cops weg. Bitte, das ist mein Job. Ich habe Navarro an Bord geholt. Das ist meine Schuld. Bring Mac und Raph in Sicherheit. Ich höre den Polizeifunk ab und habe Raphs GPS-Tracker. Ich bin gerade durch die Schiene. Fahr Richtung Kanal, aber beeil dich. Die Cops regeln den Sektor. Ich muss die ganze Zeit zugucken, Mann. Das ist ja schlimm, da gehe ich jetzt auf an. Die Punkte reichen ja, die ich jetzt habe. Okay, ihr Bastard! Komm schon! Komm schon! Ja, Adam 135, wir verfolgen einen möglichen 4-11. An alle Einheiten, Adam 135 führt eine Code-3-Verfolgung durch. Erbitte Meldung. Du bist bald da,
unterwegs. Weitere Straßensperren. Fahr scharf rechts und an der nächsten Ecke links. Adam 135, haben Sie ein Positionsupdate für mich? In südlicher Richtung durch den Burial. Okay, verstanden. Fahr immer weiter Richtung Kanal. Zentrale, mein Wagen wurde schwer beschädigt. Ich muss die Verfolgung aufgeben. Wo bist du? Verstanden. Ist doch egal. Geht's Rev gut? Ich weiß nicht genau, Teil. Er schafft das. Klar, keine Frage. Er fährt nach Osten, näher wie Silver Rock West. Alles klar, verstanden. Ich bin fast da. Die sehe ich nicht wieder. Zentrale, der rote GTR ist in den Kanal gesprungen, haben ihn verloren. Verstanden, Adam 13. An alle Einheiten, suchen Sie nach einem roten Distanzgeiler GTR. Du schlägst dich gut, Tyler, aber noch bist du nicht in Sicherheit. Die Cops kriegen jede Menge Verstärkung. Sie regeln die gesamte Stadt ab. Jess, ich habe Zivilfahrzeuge im Nacken. Was? Wo kommen die denn her? Sie kesseln mich ein. Zur Hölle. Wo ist das Auto? Lina Navarro. Sie hat uns verarscht und bringt es dem Haus. Ach so. Du bist nutzlos. Viel Spaß im Knast. Obwohl. Willst du Rache? Oh, ich kann noch eine Runde Rivals. Ich auch. Sicher. Ja, das wird was. Du bist das Ass, aber ich spiele die Karten aus. Was meinst du damit? Hörst du, die Cops kommen. Du gehst in den Knast, oder? Arbeitest für mich und wenn es dann soweit ist, kriegst du, was du willst. Ist doch fair. Hab ich eine Wahl? Was machst du denn jetzt? Was willst du denn jetzt? Man hat immer eine Wahl. Steig ein. Stell dir vor, neben dir fährt ein echter Traumwagen. Weißt du das? Was denkst du dann? Weißt du das denn? Kostet, wie schnell er beschleunigt. Nimm mich, wie ich gewinne.